Hey Leute, was geht? Herzlich willkommen hier zurück bei MySheesh. Sehr außerplanmäßiges Video hier, aber ich dachte mir, am Freitag kam der neue Aquamenta Tabak raus oder die zwei Sorten Mangosteen und der Pflaumenmix, den ich jetzt hier habe. Hab das Freitag direkt bestellt, kam heute an und ich dachte mir, du hasselst heute das Video und morgen lädst es hoch. Also Dienstag quasi, ja, seht ihr das? Ein paar Tage nach Release. Ich wollte einfach an der Stelle der Erste sein, der das hochlädt. Ja, worum es geht, habe ich euch ja schon gesagt, und zwar um den Aquamenta Plum Mix, diesen neuen Pflaumentabak. Bin ich mega gespannt. Ich kenne einen einzigen Pflaumentabak aktuell und das ist der Alfacher Pflaume. Ansonsten kenne ich keinen Tabak, der ein Pflaumenmix ist oder der Pflaume allgemein hat. Zu den Grunddaten vom Tabak, ihr bezahlt wie immer 17,90 € für 200 Gramm bei Aquamenta, kommt in der gewohnten Pappverpackung mit Blechdose und wie ihr seht, Aquamenta hat es wieder hinbekommen, hier Aufkleber drauf zu machen. Nächste Neuerung bei Aquamenta, ihr braucht ab jetzt keinen Shot mehr, außer für Guam und ich glaube für Zero oder One. Für die beiden Aquamenta Sorten braucht ihr noch einen Shot, für alle anderen nicht mehr. Quasi sind dann hier die Pflaume und der Mangosteen. Die ersten Sorten, die keinen Shot mehr benötigen, finde ich auf jeden Fall eine nice Sache, weil das Geknete hat mich immer ein bisschen gestört. Und dann würde ich sagen, wir machen jetzt hier die Blechdose auf. Ich habe den Tabak in dem Factory Bag gelassen, weil die Dosen sonst anfangen mit Rosten und riechen am Tabak. Und der riecht einfach, muss ich echt sagen, undefinierbar. Auf jeden Fall extrem süß. Eine leichte Kühle, ja, und riecht halt wie Pflaumenmus, extrem süß, wie Pflaumenmus, ja, also Pflaumenmarmelade für diejenigen, die nichts mit Pflaumenmus anfangen können. Zum Schnitt muss ich sagen, hat Aquamenta sich ja auch verbessert. Dieser grobe Schnitt, den ich immer kritisiert habe, ist weg. Es ist jetzt der normale Schnitt, wie bei Adalia auch, also ein relativ, ja, mittel- bis fein geschnittener Tabak. Hier und da ein paar Ästchen, Molasse sehr, sehr gut eingezogen. An der Stelle blende ich euch wieder ein Bild vom Schnitt und von der Feuchtigkeit ein. Dann gehen wir über zum Kopfbau. Heute gebaut im ATH Traverten auf Vollkontakt. Ich blende euch jetzt hier wieder ein Bild ein. Callout Lotus 1 Plus obendrauf. Zwei Kohlen in der Smokebox, eine auf Kipp in der Ocean Kaif. Und ja, Vollkontakt habe ich schon gesagt. Und ich würde behaupten, ich höre, wie es hier neben mir kocht. Wir nehmen jetzt den ersten Zug vom Aquamenta Pflaume. Ich bin mega, mega gespannt. Und zur Rauchentwicklung brauche ich, glaube ich, nicht viel sagen. Die ist auf jeden Fall am Start. Ihr werdet das hier nicht so krass sehen, wie wenn ich die Videos sonst drehe. Wir renovieren ja gerade die Stube, deswegen drehe ich das hier in der Küche. Wir haben hier nicht so eine krasse Belichtung. Und ja, ich denke, das geht auf jeden Fall trotzdem klar. Wir nehmen nochmal einen Zug. So, kommen wir doch mal zum Geschmack. Also geschmacklich habt ihr hier im Unterton eine ganz, ganz, ganz dezente Frische. Die schmeckt man fast gar nicht draußen, die merkt man auch nicht. Die merkt man wirklich nur beim Einziehen. Die ist aber ja sehr, sehr, sehr im Unterton. Also ihr merkt die wirklich fast gar nicht, finde ich sehr, sehr nice. Und vom Pflaumenaroma würde ich sagen, es ist sehr, sehr schwer einzuordnen. Gerade auch, weil wir halt absolut keine Vergleichsgrößen haben. Den Alfacher Pflaume habe ich noch nie geraucht. Ich habe halt wirklich nur den und ich war da halt mega gehypt drauf, eben weil es ein Pflaumentabak ist und den gibt es ja wirklich nicht oft. Ich muss auch dazu sagen, das sind ja auch meine ersten Züge, deswegen fällt mir da eine ausführliche Bewertung relativ schwer. Aber die Pflaumennote ist wie im Geruch süßlich gehalten, jedoch nicht zu süß, also nicht übersüß der Tabak. Die Pflaume finde ich sehr, sehr natürlich gehalten, also wirklich wie eine richtig schöne, frische, vom Baum gepflückte Pflaume. Genauso schmeckt der Tabak.
Ja, das ist wirklich 1:1 eine Pflaume. Und da muss ich sagen, hat Aquamenta einen super Job gemacht. Also dieses Pflaumenaroma ist wirklich on point getroffen. Wenn ich es jetzt mit irgendwas vergleichen müsste, würde ich es am ehesten, auch wie im Geruch, mit einem Pflaumenmus, einer Pflaumenmarmelade vergleichen. Allerdings nicht ganz so süß wie Pflaumenmus oder Pflaumenmarmelade. Aber sehr, sehr authentisch nach Pflaume. Ich würde euch jetzt hier wieder eine Empfehlung mitgeben, für wen der Tabak was ist. Aber eigentlich, ja, da wir keine Vergleichsgrößen immer noch nicht haben, würde ich einfach sagen, wenn ihr auf Pflaumenmus steht, dann ja, probiert den Tabak wirklich mal. Es ist was sehr Außergewöhnliches, was sehr Einzigartiges, aber was mega, mega Leckeres. Ja, Hitzeverträglichkeit kann ich absolut nicht meckern. Wie gesagt, wir rauchen das Ganze hier auf einem Vollkontakt-Setup. Und der Tabak drückt nicht, kratzt nicht, ja, der bricht absolut nicht ein, er hält der Hitze wirklich stand. Sehr, sehr geiles Pflaumenaroma mit einer ganz, ganz, ganz leicht dezenten Frische im Unterton, die das Ganze so ein bisschen untermalt und wirklich ein krass guter Tabak. Und ich glaube, ja, das Warten auf den Tabak hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und dann war es auch schon wieder von mir und mir bleibt nichts weiteres zu sagen, außer ich freue mich riesig, dass ihr eingeschaltet habt. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Lasst mir gerne ein Like da. Über ein Abo würde ich mich riesig freuen. Und bis dahin, macht's gut. Bis zum nächsten Mal hier bei MySheesh.